Hello, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u novu video lekciju B1 plus gramatika. Radimo danas zamenice, mia, in, zi i tako dalje, ali na interesantan način, dakle ne koncentrišemo se samo na zamenici, nego ih stavljamo u kontekst, zapravo ćemo prevoditi jedan interesantan mail koja jedna drugarica piše drugoj drugarici, pozvana je na neko venčanje, um so weiter und so fort, nadam se da će vam koristiti i krećemo odmah. Kako si, odavno se nisam čula sa tobom, počinje tako mail. Znači, kako si se na nemačkom kaže, kako ti ide? Wie geht's ili wie geht es dir? Wie geht es dir? Kako ide tebi? Ili skraćeno, wie geht's? Ja već dugo ništa nisam se čula sa tobom. Prvo, ovo sa neće biti sa. Znači, koristimo glagol hören, čuti, von jemandem. Znači, nisam čula od tebe bukvalno ništa. Dakle, imat ćemo perfekat. I habe, dugo, možemo reći schon so lange, nichts mehr von dir gehört. Znači, kad hoću da kažem nismo se čuli dugo, kažemo ich hab lange nichts mehr von dir gehört. Ich hab lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir? Ich hab schon lange nichts mehr von dir gehört. Znači, opet ta zamenica u dativu. Von dir i wie geht es dir? Da ne zaboravim da vas obavestim da knjigu Jedna rečenica u četiri glagolska vremena, koju inače ste mogli da kupite na sajtu Gumroad, kao i druge elektronske knjige za nemački i engleski jezik, i danas možete downloadovati za 0 eura, 0 dinara ili čega već. Dakle, link se nalazi u opisu ispod videa, samo kliknite, tamo će vam pisati šta treba da uradite da biste imali tu knjigu u vašem kompjuteru. Dakle, u pitanju je jedna rečenica u četiri glagolska vremena. Mislim da je tu u pitanju nekih 900 rečenica koje sam prevela za vas i prebacila ih u futur, u perfekat i u preterit. Ok, krećemo sada sa lekcijama. Ich hab schon lange nichts mehr von dir gehört. Šta si radila ti u posljednje vreme? Was hast du in, imamo Zeit je die Zeit u dativu, der pridev sa en, letzte Zeit i na kraju gagol machen, particip 2 gemacht. Was hast du in der letzten Zeit gemacht? Znači ovdje imamo ličnu zamenicu du u nominativu. Šta si ti, was hast du in der letzten Zeit, u posljednje vreme, in der letzten Zeit, gemacht, radila, gemacht. Ok? Da li se sećaš Marka sa našeg kursa? Pazite sad, imamo sich erinnern an plus akuzativ. Sjetite se nekog. Znači, erinnerst du dich? Povratnije, erinnerst du dich an Marko, aus, plus dativ, der Kurs, znači m, unserem Kurs. Erinnerst du dich an Marko, aus unserem Kurs, erinnerst du dich an, na nje, sećaš li se njega, bilo bi erinnerst du dich an ihn. Erinnerst du dich an Marko, aus unserem Kurs? Erinnerst du dich an ihn? Ili možeš li da se setiš njega? Kannst du dich an ihn erinnern? Možeš li da se setiš njega? Kannst du dich an ihn erinnern? An Marko, an ihn. On je uvek hteo da izađe sa mnom. Er wollte immer mit mir ausgehen. Er wollte immer mit mir ausgehen. Mit mir, sa mnom, dativ. Er wollte immer mit mir
ausgehen. I ja sam mislila da on izgleda odlično. E sada, ići ćemo sa glagolom finden u značenju smatrati i misliti denken. Kada koristimo finden u tom značenju, ne u značenju naći, recimo našao sam naočare i habe meine Brille gefunden. Ali, znate kad kažemo ich finde deine Jacke schön, ich finde ihn schön, ich finde ihn nett, smatram, mislim da je on lep, ljubazan i tako dalje. U tom slučaju kada je prošlo vreme koristimo taj glagol finden u preteritu. Ich fand. Ich fand. Znači, ich fand in. Ich fand in. Toll. Ich fand in toll. Bukvalno, mislila sam da dobro izgleda, nalazila sam da njega da je toll. Mnogo kraće rečenice od ove naše. Ich fand in toll. Ok, juče sam dobila poziv od njega, on se naime ženi, i da li znaš sa kim, sa devojkom koja je bila u razredu pored nas. Da, znači gesten, habe, e, eine, einladung, von, od njega, dativ, im, bekommen, gesten, habe ich, eine Einladung von ihm bekommen. Eine Einladung von ihm bekommen. On se naime ženi. Er heiratet nämlich namlich. Er heiratet nämlich. Znači, nema heiratet sich, nije povratna, on se ženi. On se venčava. Er heiratet nämlich. I da li znaš sa kim? Und weißt du? Mi na nemačkom tačnije ne kažemo mit, sa. Ne kažemo er heiratet mit, ija. Nego on ženi nju, koga šta, ili ona udaje njega. Znači, direktno ide objekat u akuzativu. Znači, weißt du, e sada kažemo koga, zamenica, wen. Er heiratet und weißt du wen, znaš li koga ženi. Bukvalno, znači zamenica u akuzativu, wen. Er heiratet nämlich und weißt du wen, znaš li koga. Sa kim? Weißt du wen? Sa devojkom koja je bila u razredu pored nas. Sad opet ovo sa devojkom. Znači nećemo imati sa devojkom, nego on koga? Nju. Znači di, da kažemo, junge frau, da das Mädchen, koja je bila u razredu, ok, možemo vam ići aus der Klasse neben uns. Znači, wen, znači, pitanje bi bilo wen, direktno pitanje, wen heiratet er? Er heiratet die junge Frau aus der Klasse neben uns. Znači, koga ženi on? Bukvalno, wen heiratet er? Er heiratet die junge Frau aus der Klasse neben uns. Neben uns, pored nas. Ti nisi mogla nju da podneseš. Du konntest koga nju si nicht leiden. Jemanden leiden, podneti nekog, trpeti nekog. Du konntest sie nicht leiden. Du konntest sie nicht gut leiden. Nisi dobro da je dobro podneseš. Du konntest sie nicht gut leiden. Ali se Marko ona očigledno dopada, a i on njoj. Znači idemo sa gefallen. Oda sa mögen. Sa mögen. Aber mag sie anscheinend. Anscheinend.
offensichtlich. Znaczy, očigledno. Aber Mark mag sie anscheinend, offensichtlich. Und sie niega ihn. Aber Mark mag sie anscheinend und sie ihn. Iona niega. Sie mag ihn, er mag sie. Anscheinend. Anscheinend. Meni sad interesuje od kad su oni par. Možemo ovdje ići es interesiert mich. Es interesiert mich. Mene. Es würde mich interessieren. Mene bi interesovalo. Dobro. Es interesiert mich. Seit wann sie ein Paar so sind. Es interessiert mich, seit wann sie, ohne Nominativ, ein Paar sind. Es interessiert mich, seit wann sie ein Paar sind. I sada meni treba neki poklon za njihovo venčanje. Dakle, jetzt brauche ich was ein Geschenk za njihovo. Za njih. Für sie. Za njihovo venčanje bi bilo für ihre Hochzeit. Jetzt brauche ich ein Geschenk für sie. Za njih. Für sie. Für ihre Hochzeit. Da li možda imaš neku ideju? Hast du vielleicht eine Idee? Hast du vielleicht eine Idee? Hast du, ti? Šta bi moglo da im treba? Znači idemo sa konjuktivom. Was könnten sie brauchen? Šta bi moglo da trebaju? Was könnten sie brauchen? Was könnten sie brauchen? Šta bi moglo da im se dopadne? Sad idemo njima. Znači, was könnte ihnen gefallen? Was könnte ihnen gefallen? Njima, šta bi moglo da im se dopadne? Was könnten sie brauchen? Was könnte ihnen gefallen? Da li ti nešto pada na pamet? Znači, einfallen. Fehlt dir etwas ein? Oder mir fehlt überhaupt nichts ein. Meni stvarno ništa ne pada na pamet. Znači ovdje imamo da li tebi nešto pada na pamet. Fehlt dir, tebi, etwas ein? Mir fehlt überhaupt nichts ein. Meni ništa ne pada na pamet. Mir fehlt überhaupt nichts ein. Fehlt dir etwas ein. Pomozi mi, molim te. Hilf mir, bitte. Hilf mir, bitte. Inače, kod mene nema ništa novo. Sonst. Gibt es nichts Neues? Sonst gibt es von mir nichts Neues. Sonst gibt es von mir, Dativ, nichts Neues. Molim te, javi se brzo. Bitte melde dich. Schnell, melde dich bald. Bitte melde dich. Ja, wisse. Melde dich schnell, melde dich bald. Čekam vesti od tebe. Ich warte.
auf eine Nachricht von dir. Und der Dativ. Ich warte auf eine Nachricht von dir. Viele Grüße. Okay. Idziemy do próżnego Shiramput. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Was hast du in der letzten Zeit gemacht? Entschuldigung. Was hast du in der letzten Zeit gemacht? Erinnerst du dich an Mark aus unserem Kurs? Erinnerst du dich an Mark aus unserem Kurs? Kannst du dich an ihn erinnern? Kannst du dich an ihn erinnern? Er wollte immer mit mir ausgehen. Er wollte immer mit mir ausgehen. Ich fand ihn toll. Ich fand ihn toll. Gestern habe ich eine Einladung von ihm bekommen. Gestern habe ich eine Einladung von ihm bekommen. Er heiratet nämlich. Er heiratet nämlich. Und weißt du wen? Und weißt du wen? Wen heiratet er? Wen heiratet er? Er heiratet die junge Frau aus der Klasse neben uns. Er heiratet die junge Frau aus der Klasse neben uns. Du konntest sie nicht gut leiden. Du konntest sie nicht gut leiden. Aber Mark mag sie anscheinend. Und offensichtlich mag sie ihn auch. Aber Mark mag sie anscheinend und offensichtlich mag sie ihn auch. Es interessiert mich, seit wann sie ein Paar sind. Es interessiert mich, es würde mich interessieren, seit wann sie ein Paar sind. Jetzt brauche ich ein Geschenk für sie. Jetzt brauche ich ein Geschenk für sie. Hast du vielleicht eine Idee? Hast du vielleicht eine Idee? Was könnten sie brauchen? Was könnten sie brauchen? Was könnte Ihnen gefallen? Was könnte Ihnen gefallen? Fällt dir etwas ein? Fällt dir etwas ein? Mir fällt überhaupt nichts ein. Mir fällt überhaupt nichts ein. Hilf mir bitte. Hilf mir bitte. Sonst gibt es von mir nichts Neues. Sonst gibt es von mir nichts Neues. Bitte melde dich schnell. Bitte melde dich bald. Ich warte auf eine Nachricht von dir. Ich warte auf eine Nachricht von dir. Tschüss. To je kraj. Nadam se da vam se svidjelo. Pritisnite like i subscribe, naravno, ako jeste. Vidimo se u nekom od narednih videa. Auf Wiedersehen.